ansonsten gibt's hier nicht so viel. Ah doch, die Jenna gibt's hier noch. Ich komme zu Ihnen, so schnell ich kann. So, dann reden wir mit Commander! Was wollen Sie? Was belastet Sie, General? Ich habe schon viele schreckliche Dinge gesehen. Und es gibt in der ganzen Galaxis nur eine Frau, die mir helfen kann, sie zu vergessen. Wenn Sie so empfinden, warum verbreiten Sie dann Lügen über sie? Weil sie mich abgewiesen hat. Mich, Septimus Oraka, General der Turianischen Flotte. Ich glaube, ich verstehe. Aber Lügen zu verbreiten macht die Sache nicht besser. Hören Sie, ich weiß zu schätzen, was Sie da tun. Aber Sie verschwenden Ihre Zeit. Haben Sie jemals eine Schlacht in einer Bar gewonnen, General? Ha, Krieg! Genau so fühlt es sich an. Wie konnte es nur so weit kommen? Denken Sie, das wäre leicht, sich zusammenzureißen und wie ein General zu benehmen? Ich denke, es könnte nicht schaden. Vielleicht haben Sie recht, Commander. Shaira ist die Mühe wert. Auch wenn sie mich nicht zurückhaben will. Das ist kein Ort für jemanden Ihres Ranges, General. In Ordnung, ich gehe zu ihr. Nachdem ich kalt geduscht habe. Ziemlich lange. Sie sind ein kluges Köpfchen. Hätten Sie Interesse, ein paar Credits zu verdienen? Was soll ich für Sie tun? Es gibt da einen Elcor-Diplomaten, der glaubt, Shaira hätte seine Geheimnisse verraten. Warum denkt er das? Weil ich es ihm gesagt habe. Sie müssen ihm sagen, wie es wirklich ist. Wieso denken Sie, er würde mir glauben? Sie bringen ihm Beweise. Nehmen Sie dieses Datenpad. Da steht, wo ich meine Informationen herhabe. Es wird Shaira entlasten und den Elcor überzeugen. Wem bringe ich es und wo ist er? Sein Name ist Xeltan. Er ist ein Elcor-Diplomat. Er ist drüben in der Botschaft und beschwert sich über Shaira. Gut. Auf Soldaten, die wie Soldaten handeln. Danke, Commander. Wissen Sie, Sie würden eines Tages selbst einen guten General abgeben. Kaum zu glauben, dass sich ein General wegen einer Frau so aufregen kann. Das liegt nur daran, dass Sie die Frau nicht verstehen, Kaidan. So sieht's aus. Hallo, Süße. Suchen Sie nach einer Abwechslung? Ich muss sagen, dass Sie in der Soldatenkluft ziemlich heiß aussehen. Warum setzen Sie Ihren süßen Hintern nicht neben den alten Hakin? Trinken wir was und sehen, wo es hinführt. Vielleicht später. Machen Sie, was Sie wollen, Prinzessin. Würden mehr Marines aussehen wie Sie, wäre ich zur Allianz anstatt zur Zitadellsicherheit gegangen. Hakin, richtig? Ich hörte, Sie können mir helfen, jemanden zu finden. Einen Officer von der Zitadellsicherheit namens Garrus. Garrus? Sie müssen aus Captain Andersons Crew sein. Will der Bastard Saren noch immer ans Leder? Ich weiß, wo Garrus ist. Aber Sie müssen mir zuerst etwas sagen. Hat der Captain Sie in sein großes Geheimnis eingeweiht? Gibt es etwas, das ich über den Captain wissen sollte? Der Captain war früher ein Spectre. Das wussten Sie nicht, was? Es war alles top secret. Der erste Mensch, dem je diese Ehre zuteil wurde. Und er hat es vermasselt. Er hat die Mission vergeigt, woraufhin man ihn rauswarf. Natürlich gibt er Saren die Schuld. Er sagt, der Turianer hätte ihn reingelegt. Also eigentlich würde ich gerne wissen, was schiefgegangen ist. Aber ich würde auch gerne wissen, woher er das überhaupt weiß, wenn das doch alles top secret ist. Und das ist natürlich eine relativ große Information, die wir hier kriegen, dass Captain Anderson zumindest im... Warum sollte ich einem Trinker wie Ihnen glauben? Okay, fragen Sie Anderson. Er wird es Ihnen bestimmt sagen. Er ist zu blöd und zu stolz, als dass er Sie direkt anlügen würde. Warum sollte ich einem Trinker wie Ihnen glauben? Okay, fragen Sie Anderson. Er wird es Ihnen bestimmt sagen. Er ist zu blöd und zu stolz, als dass er Sie direkt anlügen würde. Sie sagten, Sie hätten alles vertuscht. Wie haben Sie davon erfahren? Ich arbeite seit 20 Jahren hier auf der Zitadelle. Die Leute auf dieser Station reden gern. Geheimnisse sind wie Herpes.
Wenn man sie einmal hat, kann man sie auch gleich verbreiten. Warum haben Sie ihn rausgeworfen? Das müssen Sie ihn fragen. Die Details kenne ich nicht, aber es ist eine gute Geschichte. Der Fall des Helden, die klassische Tragödie. Sie sagten, Sie hätten alles vertuscht. Wie haben Sie davon erfahren? Noch, die vorbildliche Information. Ich arbeite seit 20 Jahren hier auf der Zitadelle. Ich kann meine Maus Leute auf dieser Station reden so gern. Geheimnisse sind wie Herpes. Ist, wenn man sie einmal hat, kann man sie auch gleich verbreiten. So. Sie sind ein Schwein. Ist Ihnen eben aufgefallen, was? Sagen Sie mir einfach, wo Garus ist. Garus schnüffelte in Dr. Michels Büro rum. Sie leitet die Klinik auf der anderen Seite der Bezirke. Soweit ich weiß, ist er dahin zurück. Wie gut kennen Sie Captain Anderson? Bin ihm im Lauf der Zeit ein paar Mal begegnet. Ist einer dieser hartgesottenen Militärs. Ja, Sir! Nein, Sir! Mit dem Stock im Hintern kann man keinen Spaß haben, Sir! Wahrscheinlich wurde er deshalb so schnell befördert. Das Militär liebt Arschkriecher. Der Captain ist ein guter Soldat. Sicher, ist ja auch egal. Stecken Sie ihn in einen Anzug, heften Sie ihm Medaillen an und nennen Sie ihn einen Helden, wie alle anderen. Aber warum haben ihn die Spectres ausgeworfen, wenn er so toll ist? Fragen Sie ihn das mal, Süße. Sie sollten mal in den Spiegel sehen. Werden Sie nüchtern und übernehmen Sie Verantwortung. Sparen Sie sich Ihre Predigt. Dies ist keine Kirche. Wie ist es, für die Zitadell-Sicherheit zu arbeiten? Sie meinen, wie es war. Der Executor hat mich ohne Soll suspendiert. Wiederholte Verfehlungen. Die Zitadell-Sicherheit hat eine Akte über mich. Können Sie das glauben? Jeder Fehler, den ich machte, wurde aufgeschrieben. Etwas hart mit einem Verdächtigen umgesprungen? Ein Vermerk. Ein paar Drinks im Dienst genommen? Ein Vermerk. Einem Dealer ein paar Credits abgenommen? Ein Vermerk. Das ist eine widerliche Hexenjagd. Sie sind gut weggekommen, wenn Sie mich fragen. Was wissen Sie denn schon? Die Arbeit für die Zitadellsicherheit gleicht nicht der eines Marines. Die Leute regen sich auf, wenn wir jemanden erschießen. Untersuchungen, Anfragen, Regeln, Bestimmungen. Ich kämpfe mich jeden Tag durch Berge von Papierkram. So muss man sein, um diesen Job zu machen. Also erzählen Sie mir nichts über richtig oder falsch. Ihr Soldaten habt's leicht. Armer kleiner Typ. Was wissen Sie über Garus? Ein verdammter Hitzkopf ist das. Er denkt immer noch, er könnte die Welt retten. Legt sich ständig mit dem Executor an. Er wird da schon bald büßen müssen. Der Executor liebt es, uns niederes Volk zurechtzustutzen. Sehen Sie nur, was er mit mir gemacht hat. Naja, Sie haben es ja auch verdient, mein Schatz. Ich verschwinde. Ja, gut, gehen Sie. Lassen Sie mich in Ruhe trinken. Das ist schon ein richtig ekelhafter Typ. Okay, hier gibt's glaube ich nicht. Die Hinterzimmer sind privat, reserviert für Fist und seine Freunde. Wer ist Fist? Ihm gehört dieser Club, aber die Kunden müssen vorn bleiben. Auf Wiedersehen. Viel Spaß im Club. Dankeschön. Immer diese Kroganer überall. Salarianer sehe ich hier, Asari, Turianer. Warum hat Captain Anderson uns nicht gesagt, dass er früher Spectre war? Vielleicht stimmt es nicht. Harkin ist ein Arsch. Ich wette, der spielt nur mit uns. Vermutlich haben Sie recht. Trotzdem würde ich gerne hören, was der Captain zu all dem zu... Jo, sehe ich auch so. So, gucken wir mal weiter. So, hier geht's zu den unteren Märkten. Und hier geht's zu den oberen Märkten wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja, so in der Art. So in der Art. Wir suchen ja immer noch Keeper. Wo wir gerade von sprechen. Hier ist einer. Keeper, Keeper, Keeper. Zur Ladezeit. Genau, jetzt gehen wir mal hier. Gehen wir hier lang? Ah, Fahrstühle. Was sind wir denn hier überhaupt? Natürlich. Hier sind wir. Commander Shepard? Hallo, Commander Shepard? Emily Wong. Mein Name ist Emily Wong. Ich stelle journalistische Nachforschungen hier auf der Zitadelle an. Hätten Sie einen Moment Zeit für mich? Was brauchen Sie?
Ich suche nach Beweisen für Korruption und organisiertes Verbrechen auf der Zitadelle, aber zu einigen Bereichen habe ich keinen Zugang. Ich hatte gehofft, dass Sie mir vielleicht Informationen überlassen können, die Sie auf Ihrer Untersuchung herausfinden. Ich würde mich erkenntlich erweisen. Wieso glauben Sie, dass Sie die Ergebnisse meiner Untersuchung gebrauchen könnten? Was immer Sie untersuchen, muss eine große Sache sein. Und große Sachen interessieren mich immer. Sie haben doch viel bessere Quellen. Warum sprechen Sie mich an? Ich habe viele Quellen, aber ich spüre, dass Sie eine wichtige Kontaktperson sind. Laut Ihrer Akte haben Sie Akuse überlebt, während alle anderen Ihrer Einheit getötet wurden. Wenn jemand die übelsten Elemente auf der Zitadelle finden und das überleben kann, sind Sie das. Woher wissen Sie, dass ich eine Untersuchung hier auf der Zitadelle leite? Ich bin eine gute Journalistin, Commander. So etwas bekomme ich mit. Klingt wie eine gute Sache. Wenn ich Informationen finde, bekommen Sie sie. Danke, Commander. Sie werden es nicht bereuen. Mal gucken, ob ich das bereuen werde. So, jetzt fängt es schon an, ein bisschen schwierig zu werden mit der Orientierung. Weil ich will wirklich alles absuchen, um wirklich alle Keeper zu erwischen. Ansonsten weiß ich eigentlich, was hier auf der Zitadelle abgeht. Aber die Keeper, die sind halt ein bisschen verteilt. Das ist ein bisschen das Problem. Deswegen versuche ich jetzt irgendwie alles zu erwischen. Sie sollten vorsichtiger sein, wem Sie das erzählen. Hey, schön hier noch einen Menschen zu sehen. Hier könnte man jetzt, glaube ich, irgendwo tanzen. Mir sind die Hände ge... Ich warte auf jemand anderes. Okay. Ich wollte doch mit irgendjemandem sprechen. Nee, ich will kein Quasar jetzt spielen. Das müssen wir eh dann noch machen. Ich will den Keeper da hinten scannen. Ich glaube, jemand hat die Maschine... Genau, ich wollte diese verdächtige Maschine scannen und den Keeper. Ja, mein Kater beschwert sich gerade im Hintergrund ein bisschen. Hier ist mehr los als sonst. Willkommen im Flux. Ich bin Doran. Was kann ich für Sie tun? Ist das ein Casino? Ja, unter anderem. Wir haben oben einige Quasartische, falls Sie interessiert sind. Sind Sie der Besitzer? Besitzer, Koch und Barkeeper. Ab und zu tanze ich auch, wenn's mich überkommt. Wir haben oben einige Quasartische, falls Sie interessiert sind. Auf Wiedersehen. Viel Spaß. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Was kann ich für Sie tun? Was haben Sie mit dem Volus besprochen? Mit Doran? Ich habe ihn nur etwas wegen meiner Schwester gefragt. Sie hat für Doran gearbeitet, bevor sie... Ich wollte sie nicht mit meinen Problemen langweilen. Ich möchte hören, was Sie zu sagen haben. Gut, okay. Meine Schwester hat hier gekündigt, um in Koras Nest zu arbeiten. Das Problem ist, dass sie als Informantin für die Zitadellsicherheit arbeitet. Sie wissen schon, die Leute dort ein bisschen aushorchen. Wenn sie herausfinden, was sie da tut, werden sie töten. Als Informant lebt man gefährlich. Das habe ich ihr auch gesagt. Ich weiß nicht. Manchmal glaube ich, sie bleibt nur da, um mich zu ärgern. Kennen Sie Ihren Kontaktmann bei der Zitadellsicherheit? Nein, das ist alles streng geheim. Das letzte Mal sagte man mir, ich soll mich raushalten, um Jenna nicht zu gefährden. Vielleicht kann ich ihr klar machen, wie gefährlich Koras Nest ist. Würden Sie das? Das wäre toll. Aber sagen Sie ihr nicht, dass ich sie schicke. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen, sonst kriege ich noch Ärger. Danke. Kein Problem. Gut, das war dann hier das Flux. Die kleine Schwester sozusagen von Koras Nest. Hier, ich verstehe auch nicht, wo hier ein Shuttle... Nee. Warum hier eine Station vom Citadel Rapid Transit ist, weiß ich auch nicht. Das hätte man schon schöner machen können, meiner Meinung nach. Aber gut, das interessiert ja keinen, was ich sage. Außer euch, weil sonst würdet ihr das Video nicht gucken. Deswegen... Ich einfach weiter. Halt die Klappe, Rocky. Ich weiß gar nicht, ob ihr den hört, aber der... Entschuldigung, junger Mann.
gut, dass Sie das hier gekauft haben. Dieses Modell verkaufe ich nicht. Komm her. Ich weiß, dass Sie es waren. Ich erinnere mich an Sie. Wirklich? Das ist beeindruckend. Normalerweise könnt ihr Menschen keinen Turianer vom anderen unterscheiden. Dies ist der richtige Ort. Bekomme ich nun mein Geld zurück oder nicht? Haben Sie eine Quittung dabei? Was? Nein, ich... Ich habe keine bekommen. Dann kann ich Ihnen nicht helfen. Tut mir leid. Aber... Ich kann Ihnen nicht helfen. Ja, ja, so ist es. Auf der Citadel sind die gleichen Probleme wie im echten Leben. Lasst euch immer euren Kassenzettel geben, wenn ihr was kauft. Und wenn ihr was irgendwie bei eBay oder so kauft, lasst euch eine Quittung unterschreiben. Hallo, Erdenclan. Sie kommen zweifellos gerade aus den Kolonien. Brauchen Sie Vorräte? Ja. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Großartig. Sie werden gewiss etwas Passendes finden. Weiß ich nicht. Ich hätte eigentlich gern nur die... Genau. Die Lizenz. Danke. Ah, dann können wir auf der... Ist das wirklich? Oh, Konrad. Wow, Sie sind Commander Shepard, der Held von Eden Prime. Es ist mir eine große Ehre, Sie kennenzulernen. Schön, Sie kennenzulernen. Und Sie sind... Mein Name ist Konrad. Konrad Werner. Angeblich haben Sie auf Eden Prime mehr als 100 Geth getötet. Ich habe die meiste Zeit damit verbracht, am Leben zu bleiben und den Kolonisten zu helfen. Hey, Sie sind bestimmt sehr beschäftigt. Aber würden Sie mir vielleicht ein Autogramm geben? Für einen Fan tue ich alles. Hier. Danke. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Meine Frau wird sowas von beeindruckt sein. Dann lasse ich Sie jetzt in Ruhe. Aber wenn Sie mal wieder auf die Erde kommen, würde ich Ihnen gern einen ausgeben. Danke nochmals. Kein Ding. Mach ich doch gern. Ja, der Konrad Werner, den wir gerade getroffen haben, der wird auch noch später, ja jetzt nicht wichtig, aber der wird noch ein paar Mal auftauchen. Warum hat mich im Flux eigentlich gerade keiner angesprochen mit dem manipulierten Kassautomaten? Hallo. Willkommen in Morlands berühmtem Geschäft. Brauchen Sie viele gute Vorräte? Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Oh, Sie werden zufrieden sein, denke ich. Ich habe sehr schöne Dinge. Sie werden schon sehen. Ja, das können wir mal nehmen. Das nehmen wir auch mal mit. Hallo. Willkommen in Morlands berühmtem Geschäft. Brauchen Sie viele gute Vorräte? Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Oh, Sie werden zufrieden sein, denke ich. Dann gucken wir ich habe sehr schöne Dinge. Sie werden schon sehen. Nee, keine Lizenzen. Ich suche eigentlich nur nach Lizenzen momentan. Ich muss jetzt nochmal... Ja, ich gehe nachher nochmal zum Flux zurück, weil das interessiert mich eigentlich. Wo der... Dann hätte mich eigentlich einer ansprechen müssen mit dem... Gut, so, da geht es zu Korras Nest und da sind die Märkte. Okay, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Das ist gut. Gehen wir mal kurz in Korras Nest. Reden mit der einen da. Dann gehen wir wieder zurück zu den Märkten. Und gucken da mal weiter. Da war ja noch dieser Aufzug. Und hier ist Jenna. Was ist denn, Kaidan? Ich verstehe, warum dieser Schuppen so beliebt ist. Es gibt hier tolle, Aussichten. Hey, Lieutenant, fahren Sie die Zunge wieder ein, bevor Sie noch drauftreten. Hey, ich bin sofort bei Ihnen. Ich werde hier warten. Warum habe ich das Gefühl, dass Sie nicht hier sind, um zu trinken? Ich muss mit Ihnen über Ihre Arbeit für die Zitadellsicherheit reden. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Wenn Sie nichts dagegen haben, kümmere ich mich jetzt um meine Kunden. Das ist kein Spiel, Jenna. Diese Leute sind gefährlich. Jetzt klingen Sie wie meine Schwester. Warum machen sich alle Sorgen um mich? Ich kann auf mich aufpassen. Ich muss gehen. Ich bin keine Stripperin und werde nicht dafür bezahlt, rumzustehen und gut auszusehen.